Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zum achten Teil meiner Coloring Book Collection. Und ich fange auch direkt einmal an. Wie immer schiebe ich den ganzen Stapel einmal hier rüber, damit ich hier Platz habe, euch alles in Ruhe zu zeigen. Und anfangen möchte ich gerne mit Fantasia von Nicolas Filbert Chandravinata. Das habe ich ein paar Mal geübt. Ich hoffe, es ist einigermaßen korrekt ausgesprochen. Und ich bin schwer verliebt in dieses wunderschöne, fantasievolle Malbuch. Es ist unglaublich abwechslungsreich und das macht es für mich auch interessant. Also von Mythologie, über Drachen, über auch teilweise recht hübsche und niedliche Figuren ist hier alles vertreten. Ja, und ich mag halt diesen Malstil, den Nicolas hat, einfach total gern. Die Figuren sind sehr ausdrucksstark und super interessant. Und ich freue mich auch schon darauf, dieses wunderschöne Buch irgendwann mal einweihen zu können. Das Papier ist auch großartig, zumindest bei dieser Version, die ich hier vorliegen habe. Ich gucke gerade mal einmal, sehe ich hier irgendwo, wann meins rauskommt. Ja, genau, im Februar 2016 ist mein Buch erschienen. Das war der erste Schatz. Dann habe ich hier nochmal ein wunderschönes Buch und das heißt, ich muss wieder einmal spicken, Secretly and Happily von Li Il-san und Jo Hai-rim. Und auch in diesem Buch gibt es eigentlich, ach hier ist noch der Lieferschein, gibt es kein bestimmtes Thema, außer dass es teilweise an bekannten Disney-Märchen angehaucht ist oder angelehnt ist, aber eben nur teilweise. Nicht alle Motive lassen Rückschlüsse auf, zumindest erkenne ich nicht aus jedem Motiv ein bestimmtes Disney-Film. Und man sieht schon, also es gibt sehr detaillierte Bilder und teilweise auch sehr einfache, also da ist auch mal was für zwischendurch dabei. Ich finde es wunderschön. Das Papier ist relativ glatt, sehr schöne dicke Qualität und dadurch, dass es einseitig bedruckt ist, hat man natürlich auch den Vorteil, dass man nicht ganz so eingegrenzt ist, was die Medienwahl angeht. Und ich glaube aber auch, dieses Papier fühlt sich sehr beschichtet an, dass man hier gut mit wasservermalbaren Medien arbeiten kann. Ja, das ist eindeutig Cinderella. So, hier hinten gibt es noch ein paar Karten, die man kolorieren kann. Genau. Das war das. Und dann habe ich hier nochmal einen kleinen heiligen Gral für euch. Ich habe mich natürlich noch nicht getraut, hier drin zu malen. Aber ich bin unendlich verliebt in diese Illustration. Auch in die von Apul bereits kolorierten Illustrationen. Ich finde, das ist einfach traumhaft schön, die Bilder. Man kann sich da richtig drin verlieren und jedes Bild erzählt eine eigene kleine Geschichte. Wunderschön. Das Buch heißt Forest Girl Coloring Book und ja, ich habe es gerade schon gesagt, es ist von Apul.
Hier befinden sich 200 Motive drin. Auf der linken Seite ist immer eine bereits kolorierte Variante in klein. Da kann man sich inspirieren lassen oder man malt es halt einfach so aus, wie man es selbst für richtig hält. Ja, und 200 Motive oder 200 Bilder ist ja doch schon recht ungewöhnlich und sehr viel für ein Malbuch. Aber ich finde es einfach nur klasse. Hier zurück. So. Ja, und für alle, die es noch nicht wissen, ich bin eine kleine Katzennäherin. Also ich bin definitiv eine Katzenlady und von daher findet man auch in meinen Malbüchern sehr oft Malbücher, die sich ja, rund um Katzen drehen und ähnliches. So auch dieses hier. Das Buch heißt Cat Coloring Therapy / Cat Coloring Book und ist von Grace J. Das ist einfach zu süß. Ich liebe es, wenn Tiere in Malbüchern vermenschlicht werden und dann ein bisschen ja, Kleidung anziehen und so ganz alltägliche Dinge tun. Das ist einfach, irgendwie verzaubert mich das ganz enorm. Ah ja, hier dieses Bild. Ups. Nee, das funktioniert so nicht. Ich muss es doch einfach so lassen einmal. So. Muss ich das nochmal immer wieder gerade rücken. So. Und dieses Malbuch heißt Flower Day Coloring Book und ist von Aikawa Sora. Und dieses Buch hat mich auch total verzaubert, weil die ganzen Blumenbouquets, die hier drin zu sehen sind, so filigran und fein und ja, halt so naturgetreu gezeichnet sind. Es ist einfach, ich glaube, wenn diese Bilder koloriert sind, da ist jedes Bild ein echter Hingucker. Wunderschön. Mich leider immer ein bisschen blockiert ist, dass ich von diesen Blumen nicht die Namen kenne, also von daher auch nicht oft nicht googeln kann, um was für eine Blume es sich handelt und wie sie in der Natur richtig aussieht, was natürlich Spielraum bietet für die eigene Fantasie, aber ich bin ja doch jemand, der lieber realitätsgetreu Bilder koloriert. Deswegen gibt es einige Malbücher, wie bei Maria Trolle zum Beispiel, wo auf der Rückseite die Blumen vermerkt sind. Das finde ich immer hilfreich. Das gibt es hier nicht. Aber dafür gibt es hier zum Schluss noch ein paar Karten, die man kolorieren kann. So. Dann habe ich noch einmal dieses etwas ungewöhnliche Malbuch vom Stil her und auch von den Figuren. Das heißt, ich hoffe, ich kann es richtig aussprechen, Cute Harakuna Hienchi Fantasy Coloring Book. Und es ist von Takako Matsuzawa.
Und hier werden wir auf einen Jahrmarkt oder auf einen in einen Freizeitpark entführt. Und es ist nach unterschiedlichen Kapiteln unterteilt, genauso wie halt so diese Themenparks halt auch aufgebaut sind, ne? Von Abenteuer oder rein auf Adrenalin ausgelegten Fahrgeschäften bis hin zu den Kinderfahrgeschäften und ja, die Futterstation, sage ich jetzt mal. Unglaublich niedlich auch. Wunderschön. Mit dem Papier. Ja, ich habe ja, wie gesagt, bei chinesischen Malbüchern oder koreanischen Malbüchern manchmal schon ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, mit dem Papier klarzukommen. Wobei ich glaube tatsächlich, dass diese Malbücher sogar mehr für wasservermalbare Medien ausgelegt sind als für Buntstifte. Ich muss da noch mal ein bisschen durchtesten. Aber das ist so mein Eindruck, den ich bisher gewonnen habe. Upsala, hier ist nochmal ein großes Poster. Das räume ich jetzt nicht aus, aber ja, das kann ich auch so ein bisschen ausräumen. Ein bisschen langes Poster. So. So. Vor solchen langen Postern habe ich auch mal einen heiden Respekt. Ich finde sie wunderschön und sie sehen garantiert auch großartig aus, wenn sie so koloriert sind. Aber ich habe da auch echt einen heiden Respekt vor. Haha, und nochmal Katzen. Dieses Buch heißt Coloring Cat and Magic of Adventure, Die Couple von Akari. Ja, und in diesem Buch bestreiten zwei befreundete Katzen traumhafte und fantasievolle Abenteuer. Candy, ich liebe Süßigkeiten. Also sie auch zu kolorieren, essen natürlich auch, aber ich finde das auch total schön. Bonbons und Lollis und sowas. Eiscreme zu kolorieren. So. Hier hinten findet man einmal den Index und danach kommen noch etliche Seiten, die aus Karten bestehen. Und ganz zum Schluss gibt es hier auch noch die Möglichkeit, sich etwas zu basteln. Und wenn ich das richtig erkannt habe, ja, ich weiß gar nicht, was das nachher am Ende darstellen soll. Wahrscheinlich auch eine Karte, bloß irgendwie anders, so dass man die Karte dann nachher zum Schluss aufklappen kann, um das zu lesen, was da drin geschrieben wurde. Genau. Und jetzt habe ich hier nochmal den ersten und den zweiten Teil von Emily's Colorful Wonderland, One and Two. Und beide Bücher sind, ja klar, wie der Name schon sagt, bei Emily Shen illustriert. Und das ist, ja, Alice im Wunderland einmal ein bisschen anders erzählt. Man findet hier teilweise die Alice-Figuren wieder. So Alice, die in diesem Fall Emily ist. Ja, das weiße Kaninchen. Die Kartenfiguren. Aber es ist halt nicht alles originalgetreu. Na, jetzt habe ich hier immer dieses Pech und öffne die. So. Candy, Candy, Candy. Pilze.
Pilze. Ich liebe auch Pilze. Ja, ich glaube, ich fange irgendwann mal aufzuzählen, was ich nicht liebe. Dann bin ich schneller dabei, fertig zu werden mit meiner Aufzählung. Und hier hinten, war das hier, gibt es noch ein paar Tipps zum Kolorieren. Das war der erste Teil. Und hier haben wir den zweiten Teil. Und hier geht es weniger um Emily als um die Figuren, die mitspielen. Vor allen Dingen, dass die Kaninchen stehen im Vordergrund. Und dieses kleine Motiv hier vorne, das wird eines meiner nächsten Projekte werden. Ich bin schon ganz gespannt, wie ich mit diesen farbigen Outlines zurechtkomme und ob ich schaffe, mein Motiv so anzupassen, von den Farben her, dass es sich nicht mit dem Lila beißen wird zum Schluss. Ich bin echt gespannt. Mein erster Versuch mit farbigen Outlines. Teilweise gibt es in diesem Malbuch schon Hintergründe. Ja, der eine findet es gut, der andere wiederum nicht. Ich finde es vor allen Dingen interessant. Ich werde es definitiv, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, ich werde es ausprobieren und mal schauen, ob mir das liegt. Und ansonsten ist es auch einfach sehr, sehr niedlich und hübsch. Auch wieder ein paar Coloring-Tipps zum Schluss. Genau. Und zu guter Letzt habe ich hier noch etwas ganz niedlich Weihnachtliches angehauchtes. Und zwar ist das der Christmas Nutcracker und wurde illustriert bei Lee Il-Zan. Das ist mein zweites Buch von Lee Il-Zan. Das andere war ja Secretly and Happily. Das hat er ja in Kooperation mit Joe Hai Rim illustriert. Und ja, dieses Malbuch ist auch einfach nur niedlich. Es ist einseitig bedruckt, was hier wieder, wie immer, wenn es einseitig bedruckt ist, Spielraum für verschiedene Medien bietet und ja, ich finde es einfach nur sehr, sehr, sehr niedlich und freue mich schon darauf, hieraus auch mal was zu kolorieren. Das ist auch echt schön. Hier finden wir sogar das Buch noch mal eins wieder. Das war's für heute. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich und ich konnte euch ein paar Anregungen liefern. Falls ihr irgendwelche Wünsche, Anregungen habt oder ähnliches, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich sage erstmal Tschüss und Happy Coloring. Bis zum nächsten Mal.